Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der wunderschönen Map Castlenau und herzlich willkommen zur kleinen geheimen Zwischenfolge, die sogenannte 99,5. Die ist aus organisatorischen Gründen erfunden worden, damit ich damit ich die Chance habe, das auch alles in zeitnahem Rahmen hinzubekommen. Ich bin nämlich jetzt erstmal ein paar Tage im Urlaub. Und damit die Folge 100 dann nicht auf sich warten lassen muss, gibt es jetzt quasi die Folge 99,5. Genau. Ganz kurz. Ich weiß, nervt ein bisschen. Euch nervt es wahrscheinlich auch. Nichtsdestotrotz müsst ihr jetzt durch. Ich wollte euch ganz kurz einmal Folgendes zeigen. Schaut mal. Nur damit ihr auf dem neuesten Stand seid. Also das ist die offizielle Mod-Liste, die im Grunde dem Projekt jetzt inne liegt. Und es gibt 4 Mods, die nicht mehr funktionieren, weil sie nicht Multiplayer-fähig sind. Bei 3 oder bei 2 kann ich es nachvollziehen, da habe ich es gegoogelt. Bei dem anderen weiß ich es nicht, aber da ist es eben so. Also meine wunderschöne Vehicle Explorer Liste, die ich ja so gerne benutzt habe, die in der Mitte diese Fahrzeuge anzeigt, die funktioniert nicht im Multiplayer. Die funktioniert nur im Singleplayer, also ist die rausgeflogen. Dann haben wir die Eggbox Palette, um ehrlich zu sein, keine Ahnung, spielt keine Rolle. Massey Ferguson 3600 funktioniert auch nicht. Hatte ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm. Und tatsächlich dieses Upgradable Factories, die Mod ist auch, das konnte man auch ergoogeln, nicht Multiplayer-tauglich. Alle anderen Mods sind hier installiert und das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Übersicht. Und diese Mods hier, das sind entsprechend die, die dann von Giant selber kommen. Ich habe, wie gesagt, 2, die ich nicht installiert habe, nämlich das Pump and Hose Pack, das habe ich nicht. Warum auch immer, keine Ahnung, ich habe es einfach nicht. Und das Farm Production Pack, gegebenenfalls kann ich ja das auch nochmal nachkaufen und dann können wir das hier nachinstallieren, wenn da mal mit diesen Pumps and Hoses, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, vielleicht ist das cool, ich weiß es einfach nicht. Und hier sind die ganzen Mods eben. Und da mal ein ganz großes Shoutout an G-Portal, die mich weder sponsern noch unterstützen. Ich habe mir den Server ganz normal gemietet, wie jeder andere auch. Aber sie bieten die Möglichkeit, dass man einen Public Download der Mods machen kann. Und das bedeutet, ich muss mir jetzt nicht umständlich irgendeinen FTP-Server suchen, sondern meine Mitspieler, meine Kollegen, meine Landwirtsgenossen, die können dann einfach die Mods so runterladen und sich ihren Spielstand dann entsprechend vorbereiten. Und das, finde ich, ist ein richtig, richtig toller, klasse Service. Ich weiß nicht, ob andere das auch machen. Vielleicht spielt auch im Grunde keine Rolle, denn ich bin jetzt bei G-Portal. Die Performance ist, finde ich, echt okay. Sogar sehr gut. Ich habe das Gefühl, es läuft besser als auf meinem Rechner. Und dabei habe ich eine Rakete. Und ja, damit herzlich willkommen zur Folge 99 und jetzt können wir auch endlich mit der Landwirtschaft beginnen. Die letzten Folgen waren wirklich sehr technik-serverlastig, das tut mir leid, aber es ist natürlich das, was mich aktuell im Projekt beschäftigt und gegebenenfalls, ja, klappt das ja ganz gut. Okay, wir sind in der letzten Folge noch auf den letzten Drücker tatsächlich in den Juli gekommen und wir haben jetzt hier im Juli eine ganze Menge zu tun. Und ich werde jetzt 2 Dinge tun, bevor wir anfangen, oben mit dem Production Info was abzuarbeiten. Ich werde einmal hier in diese Ecke gehen und Staub wischen. Ne, ich wollte ja. Wo ist denn? Wo ich den denn hingestellt? Ach, da. Genau. Frei nach dem Motto, erstmal andere arbeiten lassen, stellen wir zuerst einmal die Grasernte an. Und dann kümmere ich mich darum. Kurz über den Bordstein geäumelt hier. Und wenn der fährt, dann kann ich den Mähdrescher mal abstauben, entmotten oder wie das heißt. Das wird dann auch ganz formidabel. So, unsere Bäume sind, glaube ich, hier einen Schluck gewachsen. Oh, Moment mal, haben wir da jetzt... Los, lauf, 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 lauf. Sind das schon große? Nee, die sind 2/3 groß, oder? Genau, das sind noch nicht die, das sind die 25er. Und die ganz große Fichte,
Das sehen wir hier. Die ist, glaube ich, 35. Da müsste eine große stehen. Nee, das ist nur so ein Dekobaum, ne? Gelbkiefer. Gelbkiefer. War nicht fertig. Irgendeine Fichte hier. Gelbkiefer. Ja, Fichte, 35. Also bis 35,8 Meter. Das sind diese drei Größen, die es gibt. Das heißt, die ist jetzt in Stufe 2 von 3. Aber da werden wir jetzt auf gar keinen Fall Hand anlegen. Da warten wir, bis die entsprechende maximale Ausbringstufe da ist. Ja, wir machen Platz. Ja, er hat Angst gehabt um seinen Kombi. War kein Problem. Seliermittel noch 5 Liter. Ich weiß auch nicht, wo wir da schon wieder... Oh, und mir fällt gerade was auf. Wir haben Geld dazu bekommen. Wir haben Geld dazu bekommen. Das gucke ich mir gleich in Ruhe an. Wir fahren hier nur mit Vorgewinde rum herum. Und erster Wegpunkt. Los geht's. Na? Ich freue mich ja, wenn du Spaß hast, aber was wird das hier? Ich weiß nicht, ob der Pickup unten ist. Lass mich mal gerade noch mal korrigieren. Na, jetzt ist er unten. Ich glaube, dass er das nämlich sonst vielleicht nicht richtig macht. Ja, und auch an dieser Stelle nochmal schönen Dank an unseren Großonkel aus den USA, der uns dieses wunderbare Fahrzeug zur Verfügung gestellt hat, der quasi sagte, Mensch, Boy, mit diesem Mickey Mouse Gerät kann ich nichts anfangen bei mir auf der Ranch. Nimm du es mal für deine Piccolino fahren. Und da haben wir gesagt, jo, Onkel, Cousin, was auch immer. Gif mal rüber in den Moped und dann haben wir uns das hier angeguckt und für gut befunden. Und nochmal vielen Dank an den Modder, dass er die ein oder andere Kollision rausgenommen hat. Oh, wir machen aber wirklich hier schön den Randstreifen fertig. Gut, ich gehe mal ein Stück beiseite, das ist nicht so laut. Geh mal hier auf die Brücke. Ah, da ist doch Platz. Brauchen dann so eine, wie heißt denn dieses Wort, diesen Wirtschaft, so einen Wirtschaftsweg irgendwie, damit man hier noch, unter hier könnte man aber noch was pflanzen. Naja, wir sind ja bald ein paar mehr. Habe ich da Vorgewinde scharf eingestellt? Wartet kurz. Fahr dem nicht hinten auf den Flügel, du, das ist... Steht der hier nicht drauf. Vorgewinde war ich, ne? Wieso ist er dann da in die... Ist er Vorgewinde 40? Was? So, steht auf dem Feld drauf, richtig? Richtig. Den tut er nicht. Jetzt. Konnte keinen Kurs generieren. Aha. Hätte ich es mal nicht gelöscht, es lief ja gerade. So, ja, wunderbar. Und jetzt funktioniert das auch. Okay. Bester Wegpunkt. Tütüt. Und los. Gut, hier ist etwas ruhiger. Dann mal reingucken ins Finanztab. Und ja, das mal ignorieren. Das war das Umbauen der Biogasanlage. Das kommt hier ein bisschen falsch rüber. Aber hier sehen wir schon, gilt das dann als verkaufte Produkte und nicht als Biogas? Das kann natürlich sein. 3.200. Und Kreditzinsen?
Achso, wann sind denn die immer fällig? Immer zum Ende des Monats, ne? Die sind jetzt mehr geworden, weil ich den Zinssatz hochgedreht habe. Okay. Hält sich aber Kosten für Wasser? Was? Investitionskosten sich ein. Betriebskosten, Gebäude, wird anscheinend auch am Ende des Monats festgelegt. Landkauf, Verkauf, das musste ich ja hin und her machen. Baukosten, also wie gesagt, das ignoriert man, das ist wegen dem Umbau. Aber wo kaufe ich denn Wasser? Kosten für Wasser, hä? Na gut. Wir baden oft auf der Castlenau. Das wird's sein. Okay, er ist ja machen, den lasse ich erstmal in Ruhe. Und wir müssen Milch fahren. Damit fange ich mal an, sonst können unsere Kühe nichts mehr produzieren. So. Das Problem haben wir jetzt erstmal sofort gelöst, indem wir 8000 Liter abgezapft haben. Schulterblick, kommt keiner. Oh, oh. Dann können wir das hier gleich hier reinkippen. Wie viel Milch haben wir denn? Oh ja! Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Machen wir das zwei, dreimal. So. Da bin ich froh, wenn ich das bald, Vorsicht Anhänger, wenn ich das bald nicht mehr selber machen muss hier. Der blöden Deichsel hier rückwärts rein. Ja. Deswegen heißt es auch geheime Sonderfolge, weil ich in dieser Folge lerne, wie man mit einer Deichsel rückwärts fährt. Yeah. Das ist eine Sache, dass ich das nicht kann, aber die andere Sache ist, dass ich das im Internet zeige. Im sogenannten Internet. Mama. Heute ist aber besonders schlimm. Was hat er denn? Also ist natürlich mit dem Fendt auch genau der richtige Trecker, der gefühlt zum Umschalten von vorwärts auf rückwärts immer eine Minute braucht. Jetzt komm schon, wir sind doch fast da. Hilf, mach mal ein bisschen mit. Die Leute denken, wir sind bescheuert. Aha. Auch danke hier an den Modder, der entsprechend den Bereich groß genug gestellt hat. Mistvoll, ja. Müsste irgendjemand jetzt mal eine ganze Folge Mist fahren? Okay, das hätten wir. Er ist noch good to go. Wir könnten auch mal wieder einen Baum fällen. Aber muss ja vielleicht nicht unbedingt jetzt sein. Da würde ich lieber mich schnell nochmal um Kuhnahrung kümmern. Die sogenannte Kuhnahrung. BGA Stroh, da wollen wir auch nochmal einen Blick reinwerfen. 15.000. Also ich glaube fast, wir müssten das hier nochmal erhöhen. Andererseits ist es natürlich so, ich möchte ja mit der BGA jetzt auch nicht diesen kompletten Spaß, dass wir immer so ein bisschen Geldmangel haben und so. Ich würde es jetzt erstmal ein bisschen so lassen. Wir können es ja im Grunde nicht steigern durch Upgradable Factories leider, aber
Ja, so 5.000 im Monat wären ja nun auch nicht so wenig. Und so teuer war sie ja nicht. Man könnte sich theoretisch noch eine zweite kaufen. Das ist aber eigentlich auch Blödsinn. Ich denke, wir werden das dann so machen wie mit dem Kuhstall. Wenn wir sie upgraden wollen, dann müssen wir, dann kostet das einfach Geld. Das können wir ja selber. Dann können wir ja sagen, pass auf, upgradable Factories. Müssten jetzt 100.000, für 100.000 Euro können wir den Output verdoppeln. Da kaufen wir eine neue Software für die Biogasanlage und dann können wir das machen. Aber im Moment haben wir weder 100.000 Euro noch brauchen wir das. Und ich bin total begeistert, weil die Kreditzinsen und die... Betriebskosten werden astrein jetzt abgefangen von der BGA und natürlich auch von unserer Käse-Production. So. Zwei Ballen Strom. Ah, da muss ich kurz husten. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. So. Bisschen blöd ist jetzt, dass da immer mein Name unten rechts aufschlägt, wenn ich was sage. Mal gucken, ob man das irgendwie wegkriegt. Wenn ihr wisst, ob man das irgendwie ausmachen kann, dann sagt mir bitte mal. So, einen halben Ballen, also 2500 muss rein. Zack. Die schmeißen wir hier gleich in die Biogas. Und gerade bei unseren vielen händischen Aufgaben, die wir hier auf der Map haben, können natürlich ein paar zusätzliche echte Hände wirklich helfen. Wo auch ein, also die ganzen... Wir haben ja trotzdem noch den einen Kurzplay-Helfer, das heißt so was wie Flügen oder so, wenn da einer gar keinen Bock drauf hat, dann können wir das auch den Kurzplay-Helfer machen lassen. Oder wir spielen ganz ohne Helfer, sobald mehrere Leute hier sind, das könnte man sich auch überlegen. Aber ich finde so, es gibt so ein paar Sachen, ne? So jetzt das Mähen, so wie der Kumpel da. Ah, das muss man nicht unbedingt selber machen. Kann man, klar, auf jeden Fall, das kann auch Spaß machen, aber ich finde es etwas zu können und etwas zu müssen. Und immer zwei so vollkommen unterschiedlich. Ich habe den Vent angelassen. Er ist befüllt. Aber ich will jetzt vorher einmal ein bisschen nahe in den Kuhstall. Die drei Stunden da, die machen mich nervös. Drei Felder Hafer, die weg müssen. Und... Oh, oh. Ist nicht richtig austariert hier, die Ladung. An mir kann das nicht liegen. Es liegt auf jeden Fall am Hersteller des Anhängers. So, 50 Liter. Und Silage. Dann kippen wir das da noch aus. Okay. Ja, dann sind wir angekommen hier im Juli. Und wir haben die ganzen Grasfelder. Wir müssen Heu machen auf dem großen Feld. Mischration kann hier raus. Wunderbar. Gut, dann leere ich den noch einmal aus. Er hat jetzt einen halben Liter Siliermittel verbraucht. Dafür 13.000... 900 Liter Gras, das ist ein schöner Trade. 5% mehr, also für einen halben Liter Siliermittel gibt es 10% wären 1300, also 750 Liter Gras. Gratis. Ah, das müssen wir dann demnächst auch mal mit dem Trecker machen hier.
Schon wieder so, als wäre ich hier beim ETS. Komm raus hier. Ah, jetzt ist hier richtig festgefahren. Das trotz Allrad. So cool, wie die, wie dieser Schubboden sich anhört, dieses kling, 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 kling. Ist ja auch die meistbefahrenste Straße Frankreichs hier. Das kann doch alles gar nicht wahr sein. Wieso kommt hier andauernd noch einer? Ne, ist doch klar. Und hier die Schräge hoch. Also das wird definitiv auch Baumbestand hier. Das ist quasi nicht richtig zu bewirtschaften, das Feld. Ich will nicht sagen, dass es uns gute Dienste geleistet hat. Also das will ich nicht verneinen. Es hat uns gute Dienste geleistet, definitiv. Und solange wir den Platz haben, aber so in so einem finalen Ausbauszenario, würde ich behaupten, wird das dann eher was anderes als Grasfeld. Okay, dann haben wir das auch. So, wir starten, wie wir, wir enden, wie wir begonnen haben. Das ist nur eine ganz kurze Zwischenfolge gewesen. In der nächsten Folge gibt es die Folge 100. Ich weiß noch überhaupt gar nicht, wie die aussehen wird. Das zeigt sich dann, wenn ich es weiß. Von daher erstmal zu dieser Stelle 99,5 Folgen. Vielen lieben Dank an alle, die zugeschaut haben. Vielen lieben Dank an alle, die kommentiert haben. Mir fällt da spontan ein Stegi ein, ein Sven fällt mir ein. Also die wirklich unter jede Folge eigentlich was drunter geschrieben haben. Vielen lieben Dank an alle von euch, die hier mit dabei waren, die das Projekt begleitet haben, die mit Vorschlägen und mit konstruktiver Kritik immer zur Seite standen und auch super Hinweise gegeben haben, viel geholfen haben. Damit seid ihr gemeint. Ohne euch würde das hier alles nicht funktionieren. Ich bedanke mich. Wir sehen uns in der Folge 100. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.